Moin und hallo und willkommen zurück zu Märchen, Mysterien, Fairy Tales, Mysteries, beziehungsweise The Puppet Master, der Puppenspieler. Ich bin hier im Tonstudio, hätte ich es beinahe gesagt. Im Tongeschäft und muss jetzt hier die Scheiben, ach du meine Güte, reparieren. Ich setze alle Krüge wieder zusammen, um die fehlenden Plättchen zu erhalten. Okay, das heißt, du kommst dahin. Okay, das sieht schon mal gut aus und das passt auch dahin. Du bist blau. Das weiß ich jetzt noch nicht. Du bist grün. Du kommst dahin. Da fehlt ein Stück vom Boden. Wo ist denn der Boden? Hier. Und dann fehlt hier noch ein ganz großes Stück. Da fehlt noch ein Stück vom Blau. Orange. Grün. Lila. Da noch ein Stück Blau und da noch ein Stück Lila. Okay. Dann kriege ich die Plättchen. Die muss ich jetzt hier einsetzen, ne? Genau. Okay. Das Herz kommt zum Schluss. Jetzt habe ich noch einen Teil gefunden. Mehr gibt es hier nicht? Ich glaube nicht, ne? Das war's schon. Dann gehe ich mal wieder zurück. Das war versteckt hier. Mann, Mann, Mann. So, das letzte Plättchen noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Kristall. Sammle alle Kristalle ein. Ich habe aber nur zwei. Wo muss ich jetzt hin? Zur Dampfuhr zurück, okay. Gehen wir zur Dampfuhr zurück. Was muss ich hier noch machen? Kann ich hier noch was machen? Nee, ich kann jetzt nur hier die Straße folgen. Töpferwerkstatt, die Villa von außen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, Töpferwerkstatt war jetzt nichts mehr, ne? Nee. Das heißt, ich muss jetzt da zur Villa gehen. Ich will aber eigentlich nicht zur Villa, muss ich zugeben. Die gewohnheitenrechte Barriere ist zu stark. Grüner Kristall. Es hat funktioniert. Nun kann sich der Puppenspieler nicht mehr verstecken. Das ist eine gute Idee war, den Kristall da einfach hinzuschmeißen. Okay. Abgefahrene Bude. DGG Magigramm. Du hast einen Weg durch die Barriere des Puppenspielers gefunden. Finde ihn und besiege ihn. Wir werden unsere Magie darauf verwenden, die Barriere für deine Flucht offen zu halten. Dir steht eine große Aufgabe bevor. Glaube an dich und verzage nicht. Dann kannst du dieses Monster besiegen, die Gebrüder Grimm. Okay. Das Problem ist nur, das Tutorial habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Besiege den bösen Puppenspieler. Okay, Notizen. Da war sonst nichts. Na gut. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin mir nicht sicher. Puppenbein, Taschenuhr, Armreif, Kreuz, Vogelkelch, Brief, Rose und ein Ass. Brauche ich. Da ist ein Brief. Den kann man auf jeden Fall nicht mehr lesen, glaube ich. Zumindest nicht mehr so ohne weiteres. Was brauche ich denn noch? Ein Kelch, ein Kelch. Was ist das hier? Weiß ich gar nicht. Da ist ein Puppenbein. Da ist ein Kreuz. Ist das kein Kreuz? Okay, das zählt nicht. Ein Ass haben wir hier. Ein Armreif. Der Vogel. Wo versteckt sich der Vogel? Eine Schildkröte. Da ist ein Gesicht oder so. Ich weiß es nicht genau. Ein Fisch. Da ist der Vogel. Eine Taschenuhr. Da. Ein Kreuz. Nehmen wir das hier. Eine Rose ist hier. Jetzt brauche ich noch den Kelch. Der steht da. Ich habe Augen auf und durch. Löse alle Rätsel ohne Tipps. Okay, ein Puppenbein habe ich jetzt gefunden. Eine Kugel fehlt. Okay. Ein Puppenbein habe ich gefunden. Wohnzimmer der Villa. Da ist was versteckt, definitiv.
Tarotkarten. Sie wurden durcheinander gebracht. Ich muss ihre Anordnung herausfinden. Das ist eine gute Frage. Was ist hier noch? Feuer? Da ist noch was. Auch nicht schlecht. Gespiegeltes Wohnzimmer der Villa. Aha. Da ist die Anordnung. Oh, wie soll ich mir das denn merken? Es ist alles gespiegelt. Das heißt, ich muss das umdrehen, ne? Was haben wir da? Der umgedrehte, der hängende Mann. Das weiß ich jetzt nicht. Nur das Liebespaar. Kelche. Das ist ein Kelch in der Luft oder so? Ich habe keine Ahnung. Es sind die gleichen wie auf der anderen Seite. Dann habe ich hier noch eine Magierin, Schwerter und der Magier selbst. Okay. Habe ich mir alles gemerkt? Nein. Ich lege die erstmal richtig rum hin. Und dann muss ich die gleich ändern. Der hängende Mann. Du kommst hier unten noch hin. Dann kommst du dahin. Das dahin. Dahin. Nee, dahin und dahin. Und jetzt... Aber ich habe das... doch eigentlich spiegeln müssen. Die ist magisch versiegelt. Ein Bein fehlt. Ich muss wissen, wie das aussehen soll. Okay, gucken wir uns das an. Was für ein seltsames Gemälde. Das Bein ist gerade, das ist angewinkelt. Das hat einen rechten Winkel und das ist gerade. Okay. Oh, das muss ich auch noch machen. Das ist so, das so ist gerade. Okay, jetzt muss ich die Uhr auf die andere Seite mitnehmen, oder wie, oder was? Okay, das ist sehr abgefahrenes Rätsel, muss ich zugeben. Da ist die Kugel. Das heißt, hier kommt die Kugel hin. Ich weiß zwar nicht, wie man da dran kommt, aber okay. Jetzt kommt das Vorzimmer der Villa. Das war das Wohnzimmer und hier ist die das Vorzimmer. Das ist, jetzt ist das ungemütlich. Da ist gerade was kaputt gegangen. Das ist ja ein bisschen doof jetzt hier. Kann ich hier noch was machen? Nee. Die Kacheln sind über den ganzen Korridor verteilt. Also Kacheln wiederfinden. Da und da. Da, da. Da und da. Ist das eine Kachel? Nein. Würfel muss ich finden. Okay. Jetzt finde ich allerdings keine Würfel mehr. Das ist ein bisschen doof. Da ist noch ein Würfel. Da hat sich noch einer versteckt. Okay. Acht. Ich habe gesagt, hier könnte sich noch was verstecken, aber da sehe ich gerade nichts. Hinter dem Vorhang? Nein? Okay. Da ist nichts mehr. Da ist aber nichts rausgeflogen oder so, ne? Da steckt noch was, okay. Einer fehlt noch. Wo hat sich der letzte Würfel versteckt? Ups, da wollte ich gar nicht hin. Da muss noch irgendwo ein Würfel stecken. Das gibt's doch nicht. Immer wenn ich hier vorne klicke, dann gehe ich hier zurück. Das ist ein bisschen doof. Da ist noch ein Hammer. Es ist, als will uns jemand hier nicht haben. Warum wohl? Da ist nichts mehr zu sehen. Hier auch nicht. Okay. Die Würfel haben wir. Verschiebe die Felder in die richtige Position. Das sieht doch schon mal gut aus hier unten. Verschieben? Ach du meine Güte. Nein, jetzt geht das hier los. Och, nö. Das muss nach oben. Du musst nach hier. Du musst nach unten.
Das muss nach oben. Das sieht schon mal gut aus. Die muss ich tauschen. Ich glaube, die muss ich drehen, ne? Ja, die muss ich drehen. Wie drehe ich die denn zum geschicktesten? Du musst genau dahin. Du musst in die Richtung, das heißt, du musst hier rüber. So rum ist richtig. Ich muss jetzt mit dir nach da runter. Okay. Dann du nach oben. Du dahin. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt muss ich euch hier oben drehen. Du musst hier runter. Da runter. Wie mache ich denn das? Das ist am geschicktesten. Das muss jetzt hier runter und du musst nach da oben. So. Euch beide muss ich noch vertauschen. Dich da jetzt wieder raus. Oje, oje. Okay, das sieht schon mal richtig aus. Jetzt musst du da runter. Du da rüber. Du hier runter. Und du hier rüber. Bilde die Sequenzen des Puppenspielers mit den Lichtern nach, um ihn zu schwächen. Was? Mitte, links, da. 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 Oh, das war falsch. Nochmal. Jetzt habe ich es verkackt. Nein! Was? Das war doch der Richtige. Jetzt bin ich gerade total unaufmerksam. Der mittlere. Der. Ich hätte mir die Zahlen merken sollen. Nochmal. 2. Was? Ich bin gerade total Banane. Habe ich ein paar Mal missgebaut, aber okay. Siehst nicht gesund aus, mein Freund. Ich brauche eine starke Magiefälle, um ihn ein für alle Mal. Okay. We will collect this crystal prison and keep it safely locked away in our archives. Your victory is hard won, and we can only hope that you continue to root out evil with us. The missing children are returning to their families, and the puppet thief's spells have loosened their hold on all. So, what say you? Should we discuss the next case? Das war also Märchenmysterien, der Puppenspieler. Von dem Publisher Artifacts Mundi. Sehr schönes Spiel, muss ich zugeben. Sehr kurz. Hat mir sehr gefallen. Sehr modern, muss ich zugeben. Sehr moderne Fantasy-Setting, muss ich sagen. Gut, zum Schluss jetzt, das war ein bisschen Banane. Da weiß ich, da war ich gerade ein bisschen unkonzentriert. Aber es hätte trotzdem ganz gut geklappt, zum Glück.
ich es auf normal oder auf schwierig gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so gut verlaufen, sag ich mal so. Aber naja. War auf jeden Fall ein schönes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die daran gearbeitet haben, die das die Ideen aufgebaut haben, sag ich mal so. Die Geschichte war schön erzählt, muss ich zugeben. Und ja, war ein schönes Flair für zwischendurch, ganz nett. Ein bisschen sehr viele Wimmelbildspiele, muss ich zugeben. Aber immer noch besser als, wenn man so Rätsel hat, wo man so drehen muss und schieben muss und sowas dann da teilweise. Und das dauert dann Ewigkeiten. Das ist dann mal ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Weil, wenn das nicht genau stimmt manchmal, dann nimmt das nicht. Hier war er zum Glück sehr großzügig im Spiel. Das fand ich sehr gut, dass man hier gut durchkam. Und ja, ich würde sagen, das Bonuskapitel spielen wir dann in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute, und danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im Bonuskapitel wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Moin, hallo und willkommen nochmal zurück zu Märchenmysterien der Puppenspieler oder Fairy Tale Mysteries The Puppet Thief, nicht The Puppet Master, wie ich das mal leider falsch gesagt habe. Aber naja, ich hätte gesagt, wir gucken nochmal kurz in die Bonussachen rein. Was habe ich denn hier? Erfolge. Schnell wieder Blitz beende ein Minispiel in weniger als einer Minute. Das habe ich hingekriegt. Clever. Beende 4 Minispiele hintereinander, ohne eins zu überspringen. Das habe ich auch hingekriegt. Superhirn. Beende alle Minispiele ohne überspringen. Adlerauge. Finde 3 versteckte Objekte in 3 Sekunden. Das habe ich auch hingekriegt. Zielgenau. Jetzt muss ich mal gucken, was das hier ist. Zielgenau. Beende ein Wimmelbild mit weniger als 5 Fehlern. Ja, das habe ich auch hingekriegt. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ja, das ist ein bisschen quer. Allein auf der Suche beende ein beliebiges Wimmelbild ohne einen Tipp zu benutzen. Ja, zielgenau muss ich zugeben mit den 5 Fehlern. Zwischendurch, ich habe da teilweise die Sachen nicht gesehen. Da musste ich mal ein bisschen rumklicken, bis ich es gefunden habe. Das war ein bisschen ärgerlich, aber naja. Aber ich habe es ja auch zum Chillen gespielt und um die Atmosphäre ein bisschen aufzusaugen und das zu genießen. Und das war echt ganz schön. Was aber noch? Tempo und Präzision. Beende ein beliebiges Wimmelbild in weniger als 1 Minute. Habe ich hier hingekriegt tatsächlich. Okay. Augen auf und durch. Löse alle Rätsel ohne Tipps. Bürger, findet den Weg zur Dorfmitte. Kristalle, sammle alle Kristalle ein. Käfig. Habe ich die alle hingekriegt? Befreie. Man kann nicht erkennen, ob ich die geschafft habe oder nicht. Ne? Käfig, befreie den seltsamen Mann aus dem Käfig. Barriere, durchbreche die magische Barriere. Der Böse, besiege den bösen Puppenspiel. Das habe ich gemacht. Hexe, doch, das sind alles. Okay, die sind alle blau markiert. Das heißt, hier habe ich geschafft. Hexe, befreie die Hexe aus dem Spiegel. Habe ich gemacht. Profi, beende das Spiel im Profi-Modus. Nein, danke. Vielleicht später nochmal irgendwann, aber jetzt war es echt nur zum Genießen, zum Chillen, um die Story ein bisschen aufzunehmen, was schön war. Ein bisschen kurz, aber war schön. Filmfan, sieh dir die ersten 10 Filmsequenzen an. Das habe ich gemacht. Und Leuchtturmwärter, beende das Bonuskapitel. Das habe ich auch gemacht. Okay. Wobei, naja. Ich habe es eigentlich noch nicht gespielt, zumindest jetzt, wenn ich das hier noch zusammenschneide. Das kommt nämlich hinten noch ran nach dem Hauptspiel. Ich hatte da nämlich noch nicht reingeguckt gehabt hier in die Bonussachen. Das hole ich jetzt gerade mal nach an der Stelle, dann kriegt man das ein bisschen mit. Aber naja, hier kann man sich die ganzen Szenen angucken. Das ist cool. Das war das Anfangstor, wo wir reingekommen sind. Das war noch vor dem Eingangstor, interessanterweise hier mit der Bühne, die abgefackelt wurde. Das war dann der Hauptplatz tatsächlich, okay. Das ist so die Konzeptart, glaube ich, ne? Das ist so die Stadt sozusagen. Da war ja der Laden vom... Ne, hier war der Laden, glaube ich, ne? Ne, doch, das muss der Laden hier gewesen sein. Und das war hier das Haus von der Familie. Genau, da sieht man das nochmal hier mit dem Briefkasten und so. Das war dann nachher das Loch dann. Das war der Heizungskeller hier. Und hier ist die Dampfuhr, wo wir dann hier hinkommen, zur Villa hin.
Da ist die Villa selber nochmal. Sieht auch nicht schlecht aus, muss ich zugeben. Das war im Keller noch, bevor wir zur Dampfuhr gekommen sind hier. Okay. Das war noch im Unterwasser, Unterwasser nicht, im Abfluss, wo die Pumpen drin waren sozusagen. Und das war tatsächlich die Villa von innen hier. Nicht schlecht. Da geht es sogar noch weiter. Krass. Was haben wir hier? Das war noch eine Brücke. Ich weiß gar nicht, die Brücke. Achso, das war... Okay. Das war sozusagen noch eine andere Idee. Das ist nachher, wie die Figuren hier gesteuert werden. Was der Puppenspieler hatte. Dann kam er ja runter dann da. Das sind die Szenen sozusagen hier. Okay. Da sieht man sozusagen, wie das hier zusammengefügt wird. Auch nicht schlecht. Das ist ein etwas anderer Brunnenplatz hier. Okay. Da ist noch so ein Turm drin. Interessant. Das ist sozusagen auch so ein bisschen so konzeptmäßig noch, wie es aussehen könnte. Das sind die Gebrüder Grimm. In ihrer Agency. Beziehungsweise vor ihrer Agency. Okay, da ist noch ein Wagen. Da ist der wütende Mob. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das war, glaube ich, auch eine Idee, aber die wurde nicht umgesetzt. Den hat man gesehen. Das war der, der hier also den Mob aufgerufen hat, dass sie was gegen unternehmen sollen. Ah, hier, das ist ein Zweiteiler. Okay, das sehe ich jetzt erst hier. Das ist sozusagen das ganze Bild nachher. Das wird ja später ein bisschen anders gemacht noch. Das ist sozusagen ein bisschen anders dargestellt noch in der Videosequenz. Okay. Interessant, interessant. Das war's dann auch schon. Danke mich nochmal fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann im Bonus-Kapitel von Märchenmysterien wieder. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.